Und damit herzlich willkommen. Es geht weiter. Spieltag 3 der PPL. Geleitet von Batzi. Nach der letzten Woche, was desaströs total in die Hose ging, geht's heute gegen Yataro. Und ich habe mir gedacht, hey, wartest du bis zum letzten Tag mit dem Teambuilding, weil das reicht vollkommen aus. Und dann denkst du dir so, fuck. Ich habe es immer noch nicht getan und deswegen ist dieses Team zusammengekommen. Ihr seht es richtig, ein Rex Bizarre. Und das ist nicht die Mega-Entwicklung, weil ich habe ein Mega-Absolut. Genau. Offensivweste. Obsidianhaut. Hey, es kann nicht schlechter werden als letzte Woche. Ich verspreche euch, ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe. Gegen Yataro zu gewinnen macht natürlich schon Spaß und so. Deswegen, wir werden sehen, was passiert. Anfrage ist schon da. Wir sehen uns gleich. Ja, wie gesagt, die Anfrage. Und wir gehen einfach rein, weil wir haben nichts zu verlieren. Achso, der gute Junge ist natürlich noch hinter mir. Das heißt, wenn er gewinnen sollte, ist er auch, kommt auch optional auch vor mir. Manafi ist dabei. Eigentlich so fast alles, was ich gesehen habe, ne? Wenn man mal schaut, so. Ja. Ja, nehme ich mit. Der gute Dominik Yataro schießt mich tot. Es ist sehr offensiv. Er setzt sich auch gerne auf. Was ist nicht dabei? Galas Mokmok. Ist okay. Regi, Psiana nicht mit bei. Ich habe schon gedacht, dass die Tarnsteine nicht kommen, weil, ne, also. Und jetzt sein Eiscore nicht mit. Ich hätte sogar Eis spielen können, weil auf Rexpisa habe ich Soundproof oder wie das heißt drauf. Ja, Tado, ich habe dir schon geschrieben. Ich weiß, ich werde es auch nicht tun. Have fun, auch hier von mir. Weil. Nö, mach ich nicht. Ich überlege gerade, mit was liede ich. Manafi kann sich aufsetzen, Pinsy, Mega Pinsy kann sich auf den Bus Roll. Mosquito. Mosquito kann sich aufsetzen. Crew kann sich aufsetzen. Corviknight kann sich aufsetzen. Und das Spectrier, wie die deutsche Stadt Trier, kann sich aufsetzen. Also ihr seht, das ist Setup as fuck. Das ist Yataro. Manafi. Ja, Rexpisa sieht halt gegen Pinsir, Corviknight, also Kramor nicht gut aus. Wenn Manafi reinkommt, ist doof. Denkt ihr, ich würde wieder die Tarnsteine legen? Das wäre halt natürlich die gute Betty, die diesmal die Heal-Bell dabei hat, die B-Tide-Locker. Scarf, Heatwind, genau. Das ist so ein kleines Ding, weil wenn der Magma Storm trifft, ist ein Corviknight eigentlich fast tot, wenn nicht sogar richtig tot. Ich habe so investiert, dass es halt wirklich ein sterben sollte, wenn es nicht defensiv ist, ne? Aber ich glaube, U-Turn. Ich glaube, ich führe den U-Turn. Ferdinand, das Pferd. Das ist das die gute deutsche Stadt Trier. Spectrier. Ich gehe mal von Zap einfach aus. Und Gliscor. Ja, so ein Abschlag. Hex, wenn ich noch. Ich bin ja noch nicht vergiftet, ne? Ich bin erst danach vergiftet. Das sind 50%. Aber er würde Schaden bekommen. Abschlag ist bei keinen. Pinsir kriegt wahrscheinlich nicht. Pinsir. Abschlag nicht, U-Turn. Daraufhin könnte ich in Dianzi gehen. Oder halt Heatwin. Genau, Jutta. Ja, ich hab's gesagt, er geht in Zap. Das ist Damage und Resisted. Ich hätte einfach Abschlag drücken sollen. Spectrier. Spectrier Subset. Heatwin. Dann wisst ihr gleich, dass ich Scarf bin. Flammenwurf trifft immer. Kann nicht wirklich was gegen. Kann mich nicht lohnen. Wandsturm. So, ich habe die Vitalglocke, ne? Ja, ich muss auf. Hm.
Normalerweise 3,94. Ich komme auf 3,79. Kann sich noch einmal aufsetzen, aber dann kommt Flammenwurf. Flammenwurf kann auf Setup gehen. GNC. Das musst du aber erstmal verbrennen, ne? Plus 2 kann er gehen. Dann sieht das Ganze schon wieder noch anders aus. Erst recht, wenn ich vergiftet bin. Gehen wir mal auf. Ver oh, das ist ein One-Hit. Plus 2. Danach Moonblast. Ich habe jetzt Gengar auf Scarf. Was Gengar, wir gehen Shadow Ball abkriegen. Ja, einfach, wirklich einfach mal Abschlag drücken, weil. Ja, Phaeton. Kann mich schon mal nicht vergiften. Flammenwurf. Und der sieht auch nicht, weil er automatisch sowieso schneller ist, dass ich Scarf bin. Vergiften kann er mich nicht, er kann mich nicht irrlichten. Nasty kann er machen. Aber dann kriegt er auf Plus. Ja, nee. Das ist okay. Also ich breche jetzt immer den Sub. Sowieso. Weiß nicht, ist natürlich erstmal riskant, dass er es gemacht hat, ne? Mit Abschlag. Aber ob ich da drin bleibe, ist auch wieder so ein Ding. Er hätte mich einfach. Ich hätte, er hat mir einfach, hätte er Willow gehabt. So ein. Auch risky von mir gespielt, ne? Mit. Das. Area ist einfach dunkel, aber ich bin schneller als der. Shadow Ball. Jetzt weiß er, dass ich Scarf bin. Der hat dann aber kein richtiges Speed Investment. Dann gehst du doch jetzt auf Manaphy rein. Shadow Ball. Shadow Ball. Shadow Ball. Das ist gegen Heatwind. Das ist defensiv. Ich. Hat kein Investment. 43. Gott, was bist du denn? Keine Ahnung, was du bist, aber 66er Schaden, Corviknight, ne? Ich bräuchte eigentlich noch was gegen den. Wo macht denn so viel Schaden? Achso, ich bin auf plus 2. Das ist mein Problem gerade. Ja, einfach wieder die Zahl zurückstellen. Heatwin. Nee, der hat doch Investment. Das ist dann doch offensiv. Ja. Ja, Timid oder so, generell Shadow Ball. Ich hab Speed ihn aber. Das ist so das Ding. Er weiß, dass ich Scarf bin. Geh ich raus, geh ich rein. Du frisst das eigentlich auch ganz gut. Fitzroy. Ich bin schneller, weiß er. Er geht auf Manaphy. Also es ist das Beste, was passieren konnte gerade, ne? Manaphy. Weil gesagt, ich glaube, es ist so ein Tailglow Setup Set. So ein Giga Drain. Mega Pinsir kann sich aufsetzen sein. Pinsir. Schwerttanz natürlich. Blizzard. Ja, komm. Ich riskier's. Mosquito. Schaden. Buzzroll. Buzzroll. Physische Wall. Blizzard. Ja, kann. Nee, der wird sogar defen. Ja. Ja, ist okay. Ich glaube, da möchte ich jetzt nicht weiter irgendwie was anderes kalken. Glissacore. Ice Punch ist 60%. Drückst du aber eigentlich nicht. Dann kriege ich meinen Toxic Orb. Könnte danach noch einen Hit überleben und etwas abschlagen. Fühle ich ganz gut, glaube ich, gerade. Ja, ist okay. Roost. Toxic. Ja, doch, ich möchte jetzt bitte was abschlagen. Sehe ich gerade bei diesem Mosquito, der Überreste vielleicht hat. Einfach. Ist dumm. Du hast da nicht im Mega-Pinsel gegangen ist. Boyenham, okay. Ice Heap? Oh, Ice Punch.
Super effektiv. Diesmal habe ich die Fähigkeit natürlich nicht verhauen. Ich bin noch schneller als er gewesen. U-Turn. Dann kann ich hier U-Turn drücken. Kein Speed Invest. Eispanz. Macht aber nicht so viel gegen. Baddie. Oder ich habe was verpasst. Rain Punch. Crit. Ja. Mach du mal deine Crits. Moonblast. Corviknight. Corviknight kommt rein. Kann ich wieder predikten. Diamantensturm. Er macht aber auch nicht so viel gegen mich, ne? Er kann sich aufsetzen. Vogeli. Er weiß, dass ich Scarf bin. Flamethrower killt nicht. Magma Storm kann killen. Manaphy. Das Problem ist halt, wenn du Scarf spielst, du musst immer mit Switch-Outs rechnen. Und zählt ein Elektro. Macht gegen Corviknight. 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 44. Flammenwurf ist besser, aber. Hidden Elektro. Ayali! Predicted. Hat sogar defensiv ist Überreste. Ich liebe diese Liga. Manaphy. Fitzroy. Also, Predicten klappt es jetzt gut, aber er weiß ja, dass ich Scarf bin. Leider, ich hätte das Spectre ist schneller. Ob es jetzt. Also, es ist natürlich gut, dass es langsamer ist. Ne? So kann ich dann irgendwann mal richtig schön Schaden reinhauen. So im groben Ganzen. Und Leute. Rein theoretisch. Okay, das ist gleich die 10. Runde. Wird es mehr Runden geben als letzte Woche gegen Frigg und Chichix. Yay! Fitzroy. Fleetly. Ah, das ist doof. Hat er gut gemacht. Aber Fleetly. Pinsir. Schwertanz plus 2. 50%. Ja, muss ich eingehen. Ist halt so. Er megert noch nicht. Baddie. Das war gut gemacht, ja. Ja, irgendwann wird er auch mal die Switches predicten und da vorrangigen liegen. Die ersten paar Mal habe ich jetzt geschafft, jetzt hat er es. Aber wie gesagt, wie ihr seht, er setzt sich gerne auf. Dass Manaphy Liberis hat, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Boenheim, der heilt sich mit Drain Punch und Roost alleine. Ist auch sehr defensiv. Dann würde ich fast auf Moxie-Grabigator tippen. Uff, geht auf. Ich krieg den immer noch mit Eisschad einfach runter, ne? 25, ja, wenn der sich nicht auch heilt. Ich hätte gerne Death Boost genommen, ne? Den Death Boost hätte ich gern noch genommen. Die Yancy stirbt jetzt so. Nee, nicht mal. Close Combat. Doch, da stirbt einer. Kriegt der Death Drop. Dann wird er einfach rauswechseln, denke ich mal. Ja. Den Speed hätte ich schon gern genommen, ja. Geht aber auf Defensiv. Ja, brauche ich gar nicht lange predikten. Ich gehe auf Ice Shard. Weiß man, dass man hat. Er wird doch rausgehen, ja. Moskito. Sind 6%. Wow. Schade, Diancie. War gar nicht so bad. Ab Drain Punch kommt jetzt. Deswegen gehen wir auf Gengar einfach. Risky. Ah, es gefällt mir wieder nicht. Drain Punch kommt. Buzz Roll. Buzz Roll. Defensiv. Ja, schade, Diancie war wichtig, aber ich hätte da nicht. Hätte ich was anderes abwerfen sollen. Es ist wichtig, ihn wegzubekommen. Er macht nichts gegen Krug wahrscheinlich. Der ist ihm lieb, klar, macht Schaden. Ja, komm. Shadow Balls. Two-Hit, maybe. Corviknight.
Shadow Ball. Auch da, der war doch schon angehittet, so ein bisschen, oder? Nee, ist er nicht. Ja, Shadow Ball. Krug. Der ist nicht lieb, Alter. Knock. Gleiger. Gleichscore, Entschuldigung. Krugedal. 25 mit Knock. Plus er ist schneller. Dann, wenn ich das weg habe, macht er immer noch 17 bis 20. Knock auf Absol. Close Combat drückst du nicht. Hey, komm! Pursuit. Oh. Ja, dasselbe. Geil. Ja. Ja, das war schade. Damit habe ich meinen Scarfer verloren. Den einen. Ja, sieht nicht gut aus. Ich versuche nicht hoch zu verlieren, ne? Das ist jetzt so gerade mein Problem. Der ist halt Intimität, der ist halt wirklich defensiv. Überreste hat er schon mal nicht. Ja, an die Kampfbeere, maybe. Chobbleberry? Chobbleberry? Chobbleberry. Absol. Ja, das. Da haut er mich aus den Federn. Ist gerade in den Bass gegangen. Ich muss, glaube ich, erst defensiv spielen. Leider. Ich könnte U-Turn jetzt denken, aber habe ich nicht vor. Ich muss halt wirklich erst, aber. Sieht nicht gut aus. Pinsir ist halt schon. Hat er das ist das, was er besser gemacht hat als ich. Er hat das richtige Mon reingebracht und mehr Druck gemacht. Zumindest hat er sich mit dem nicht aufgesetzt. Ach, der kann trotzdem irgendwie Choice Band sein oder so. Abschlag. Toxic Orb ist schon mal nicht gechoiced. Drum sei es U-Turn. Hätte aber sehen müssen, dass es nicht, also reicht, glaube ich, oder? Ja, full defensiv. Gleiger. Gliscor. Mit der richtigen Fähigkeit dieses Mal. Ja, wie gesagt, jetzt nicht so hoch zu verlieren. Heatwind kriegt. Ja, überlegst, ne? Einfach. Sehr defensive Monster. Manaphy ist echt defensiv. Kriege ich aber mit Exvisa hin. Phantom. Ja, Spectrier. Phantoros. Ja, ist, glaube ich, geht jetzt ein, die auch schon durch. Das Two-Hitted. Das gute Flügevieh. Absol. Das lässt er sich ein bisschen mehr Zeit, was okay ist. Er hat zweimal verloren, ne? Die ersten zwei Spieltage, deswegen ihn sieht, nimmt er mit. Plus, wenn es noch hoch ist, für seine Differenz auf jeden Fall besser. Dadurch, dass ich mir letzte Woche ein Fauxpas erlaubt habe. Buzzroll. Oh, ein Crit, Leute. Buzzroll. Aber ich krieg den halt nicht getushottet und der heilt sich einfach hoch, ne? Die Yancy wäre halt da so viel besser. Heatwind. Magma Storm. Manaphy. Kann er an Krug gehen einfach. Krug da. Magma Storm macht aber da auch viel Schaden. Naja, komm. Manaphy. Überreste. Das sind 24 Personen. Eierli. Ja, Mist. Jetzt kann er eigentlich wieder im Mega-Pinsee gehen. Macht er nicht. Scrollt. Jetzt müsste ich eigentlich wieder doppeln. Pinsee.
Wird schneller als er. Das weiß er. Und Elektro macht auch 68. Ist halt. Ja. Vogeli. Nimm mich. Nimm mich. Das hat erst 40 gemacht, ne? Aber ich kann nicht wegen Dingens gehen. Jetzt bleibt er drin, jetzt treffe ich. Jetzt drückt er wirklich Siedewasser. Ja, also. Ha. Ja, ne? Ist sauber. Hat so viel Schaden. Hätte ich da rausgehen sollen? Ich weiß es halt eigentlich nicht. Freeze. Ah ja. Okay. Ja, ich komme jetzt nicht mehr an denen vorbei. Das ist alles andere als positiv. Ja. Einfach Giga drücken können, oder? Was soll denn das? Ja, mach Eishieb, komm. Drain Punch. 60% macht der. Oh, komm, mach's zu Ende. GG. Ah, mal megan. Weil das ist cool. Donnerwelle. Ja, stärkste Attacke ist die. Von daher werde ich die weiter ausführen. 2 KP. Krass, Ice Punch. 6-0. Wunderbar. Ja, das war alles andere als cool. Ich überlege mal, ob ich manchmal zu viel predikte, was der Gegner tut. Ich weiß nicht so genau, weil das Mann hat wieder Score drückt. Er hat halt nichts zu verlieren, ne? Das ist mein Fehler dann vielleicht. Aber es geht dann halt immer hin und her und dass er da über Umweg über auf Mosquito wieder geht. Also so ein doppelter Blizzard, ja, er ist schneller, ja, ist okay. Von daher ist fein. Wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön fürs Zuschauen und ja.